Okay, der wird nach Norden weg sein. Naja. Wenn er vom Stadtpark Richtung Zulassungsstelle ist, dann ist er Richtung Norden weg. Blaues Fahrzeug. Gibt es irgendwie eine blaue Gruppierung hier oder so? Ein schwarzes Fahrzeug, hat er doch gesagt, oder? Nee. Fahrzeug war blau, oder? Wagen war ein älteres, kantigeres Modell. Ja, die Farbe ist ja wichtig. Welche Farbe? Komm. Blau, dunkles Blau. Ah ja, okay, sorry. So verstanden. Ja, der wird hier nicht sein. Okay, das war die Grove Street, richtig? Ja, richtig, genau. Und das sind auch die, die ziehen sich grün an, die da hausen. Das muss man wirklich hausen nennen. Ich war da neulich mal ganz unten drin. Ja, aufgrund eines Einsatzes, das ist keine schöne Wohngegend da. Hier geradeaus, wo wir gerade gesehen haben, Chamberlains nennt sich die, das Gebiet da. Da hatten sich auch welche irgendwie gemeint, das wäre deren Straße. Und wenn sie noch hier einmal weiter geradeaus fahren, ja genau. Wenn sie dann noch einmal, genau, hier, haben wir jetzt aber lange nichts von gehört. Ach, sehr wenn verlassen sie dann jetzt einmal weiterfahren würden, das ist wir so einmal, würden. Ja, gut. Warum würden? Ja, hier gibt es immer sehr, sehr viel Stress, wenn wir hier reinfahren. Aber aktuell auch, die scheinen wohl alle bei der Privatparty zu sein. Okay, und geradeaus haben wir die Grove Street. Ja, er weiß, fahren Sie da nicht rein. Warum? Hier wird leicht gerne mal der Schusswaffengebrauch gemacht. Auf uns auch, schnell und sehr schnell am Abzug, die Kollegen. Also da unten wohnt die Grove Street. Ja, richtig, genau, hier in diesem Wendehammer. Ins Nähe Stadtpark, sind gerade stehend. Okay. Kommen. Die mögen die Polizei nicht so, ja? Habe ich so verstanden, Leitstelle Ende. Die mögen die Polizei gar nicht, ja. Das ist, die haben sich die, das war auch ein Teil der, dieser großen Schießerei, von der ich erzählt habe. Die haben dann da mit den Chamberlains und die Roten waren auch dabei. Also es war ganz merkwürdig. Und wie gesagt, dadurch, dass wir noch die Personalien nicht feststellen konnten aufgrund dieses zweiten Einsatzes, haben wir da auch noch keine großen Einsatzpunkte, worum es dabei überhaupt ging. Excellent. So völlig, steht völlig in den Sternen. Leitstelle Ende. Sehr interessant. Was haben wir hier genau, vorne? Das ist ein Schrottplatz, da können sie so alte Autos verschrotten. Viele fahren hier noch mit so Emperoren durch die Stadt. Die kann man dafür für gutes Geld nochmal zu Restmüll verarbeiten lassen. Achso, die kann man hier verschrotten lassen? Für die Leitstelle kommen. Ja, richtig, das führt ein Kollege. Ein Kollege, ja wahrscheinlich. Das führt ein, der Tag war jetzt schon sehr lang, er weiß. Ja. Das führt ein Bürger hier, Hayes nennt er sich. Montana heißt der, Maxwell Montana. Und der verschrottet da die Autos, die man ihm da so bringt. Das machen wir immer mal ganz gerne. Sie haben da vielleicht gesehen, links das vom LSPD. Also wenn man drauf guckt, rechts ist so eine Verwahrstelle von uns. Aha. Und wenn wir da solche alten Schrottkisten haben, wo wir wissen, okay, der Preis für so ein Ding neu zu kaufen, beziehungsweise gebraucht, ist geringer als das, was man zur Auslöse so des Wagens zahlt, dann verschrotten wir die meistens einfach auch. Heilige Scheiße. Sie dann bitte O2. Ja, war gerade in dem Telefongespräch mit der 88. Komm. Sind die alle zu kaufen, die Autos hier? Ja, sieht so aus, ja. So viel hatten wir aber hier selten genau, rumstehen. Ja. Wir konnten den Funk nicht hören. Check. Wow. Da suchen sie sich was Schönes aus, ja. Dann hat man ein Ziel vor Augen, Herr Weiß. Schönes Auto. Ist der Scheiß offen oder ist er geschlossen? Jetzt sieht das so aus, als wäre der Herr nicht hier. Wir haben, glaube ich, einen Kontakt. Ne, ist kein Thema. Ich nehme mal die Zeit, ja. Die Tage. Wow. So mittags oder so kann man hier immer ganz gut hin. Ist nicht viel los, da ist der Herr immer da. Blauen Sportwagen. Nee, Unicorn. Jetzt reicht's. Wie ist das, wenn wir den kriegen, dürfen wir dann auf den schießen? Stadtpark. Schießen? Das sehen wir dann sehr gut. Auf die Reifen schießen wir, wenn eine Waffe uns angedroht wurde. Wir sind genutzt dran, fährt Richtung an Baustelle vorbei, Richtung Vespucci. Okay, Richtung Bennys. Am blauen LED. Schnell das Ding.
Wir sind auch schnell. Aber wo? Los, die Tankstelle. Dreht um. Was? Ja. Fährt nun Richtung Apotheker. Wir müssen weiter in den Süden kommen. Fahren Sie rechts. Ja, okay. Links. Super vorbei. Sind die wieder da oben? Und jetzt? Was? Was? Wo vorbei? Welche Richtung? Welche Richtung? Fahren Sie mal links. Rechts. Links. Da war er, glaube ich, rechts von uns. Haben Sie das gesehen? War der das? Oh! Oh, shit! Straßenlaterne. Haben Sie sich was getan? Nee. Haben Sie irgendwo gegengestanden? Alles gut, alles gut. Ja, dann wir bringen das Auto später in Reparatur. Was ist das für einer? Oh, ich bring den mal zum PD. Geht's Ihnen gut? Ja. Fährt er noch? Fährt er noch gerade? Ja, ist ja die Seite kaputt. Oh, 3-1, ich bring den mal Dispatch, zum PD. Scheiß, die wandern. Funkspruch wiederholen, kommen. Einmal ein Telefon-Dispatch bitte senden für die Streifen. Heilige Scheiße. Der war so schön lange jetzt gerade in der Reparatur, Herr Weiß. Es tut mir leid. Aber wir müssen. Bei der Geschwindigkeit bin ich aber lange gut gefahren. Ja, das stimmt schon, ja. Ach Gott. Ich stelle ihn mal hier hin. Ja, richtig. Eieieiei. Wollen Sie Verbrecher jagen oder wollen Sie was? Wir haben um 0 Uhr den Termin, nicht vergessen, ne? Was machst du denn hier? Ja, richtig. Wollen Sie für die Leitstelle kommen? Wollen wir hier erstmal eine kurze Verweilpause machen? Ja, ich glaube, ich will mal pinkeln. Den blauen Energy gefunden, konnten aber auch ins Fahrzeug reinschauen. War Herr Montana genauso wie Herr Bas van Kuttekop? Ja, die gehen da schon hin. Herr Bas van Kuttekop ist der mit dem Fukuhila in diesem Table Dance Schuppen war. Erinnern Sie, da ist einer die ganze Zeit rumgetorkelt mit dem Fukuhila. Aus dem Funk. Okay. Für ATLS-Überprüfung. PD 91 für PD 99 kommen. PD 91 hat kommen. Status, komm. Status, komm. Kommen Sie bitte zurück zum LSPD. Herr Hunter, ist der Kollege im Funk zu hören? Ja, ne? Ich höre ihn. Ja, ich höre ihn im Funk. Ja. Allerdings höre ich die 91 nicht. Ja, die 91 sagt auch nichts gerade. 91? Code 1, LSPD. Ah, okay. Ja gut, vielleicht ist er gerade... Achso, ist da die 91 dabei? Ja, da ist die 91 dabei, aber es wäre halt trotzdem ganz schön, wenn Sie einmal sagen, dass Sie auf dem Weg wenigstens sind. Ja. Und nicht, dass wir denken, dass die 91 aus dem Auto geflogen ist nach einem Unfall. Das wäre gut, wenn die 91 einfach mal antworten würde, selbstständig. Ja, das meine ich ja. Dass er wenigstens antwortet, dass die unterwegs sind. Jetzt kommt die 66 alleine. Ah ne, da hinten ist die 91. Gucken Sie mal, wie motiviert der läuft. Ja, es ist der liebe Herr Montana, der mal wieder die Spielchen spielt mit uns. Ja. Herr Carter. Ja. Wir haben immer das Gefühl, dass Sie irgendwie gleich unterm Auto liegen oder tot sind oder so. Antworten Sie bitte im Funk einfach, ja? Die Kollegen, die den Blau and Energy andere Sache. Sind die also wenn du was Persönliches hast, dann kannst du mich auch einfach anrufen, weil es wird da oft immer hin und her irgendwie was im Funk gerufen. Ja, aber war nichts Persönliches. Aber ich konnte die Fahrer. Also wir haben gleich ein Gespräch mit den beiden Leuten, die in diesem Crystal-Gebäude waren. Da würde ich gerne, dass ihr dabei seid. So verstanden. Ja, um 0 Uhr sind die hier. Und dann quatschen wir mit denen ganz kurz, weil ich bin da vorhin hingelaufen. Also wir waren da drin. Und so eine Bude hast du noch nie gesehen, Mann. Ist gerade ein Dispatch reingekommen, ist eine Streife frei. Die anderen beiden sind verhindert.
Reifen, ja, ich guck grad mal nach. West Highway ist das. Wert Q3, Dispatch. Ah ja, die beiden alles fahren. Alles klar, die beiden fahren zusammen schon. An. Okay. Mhm. Yep. Okay, gut. Wir mal ganz kurz pinkeln, ja? Fangen wir die ganzen Herzchen, Leute. Gibt es Whisky hier? Ja, sie ja. So, ich bin mal auf das Verhör gespannt, warum die da waren. Ich kann grad nichts. Hä? Ich kann die Tür nicht abschließen, seltsam. Jörn, danke für die Beats. Was ist denn jetzt der Kater? Ja, ja, das ist das Erste, was mich stört. Das Nächste, was ist, dass er gleich mal das Maul aufreißt, als wenn er da überhält wäre. Das Nächste, was mich stört, jeder ist angeschnauzt worden, weil er von uns undercover und zivil herumrennt. Er rennt undercover herum. und das von der ersten Minute an. Und da musste ich jetzt offen und ehrlich eins sagen. Bevor ich meinen Job riskiere. Ja, ist mir scheißegal. Ich stehe auch zu denen. Nur es ist bis jetzt auch noch nicht die Möglichkeit da gewesen, dass man mit ihnen redet. Er war bis jetzt noch kein einziges Mal alleine. Und ich finde nicht, dass das in der Öffentlichkeit angesprochen gehört für alle Kollegen. Oder? Ich stehe neben ihnen, das wissen Sie schon, oder? Sie sollten ein bisschen mehr essen, dass sie zunehmen. Suchen hat. So, Herr Weiß. Moment. Was für einen Rang haben Sie, Sir? Commander. Commander, okay. Und noch immer die 23. Ich weiß, wer Sie sind. Okay, folgendes. So. Ich habe ja mitbekommen, was Sie gesagt haben. Erstmal, ja, lassen Sie mich ausreden, bevor Sie überhaupt anfangen zu reden. Also, seit wann sind Sie hier angestellt? Von ersten Tag an. Okay, und Sie sind Polizist, der sich um die Ausbildung kümmert, richtig? Nein, Operations. Ah, so war das, genau. 23 Operations. In Ordnung. Gut, ist mein erster Tag, das können Sie mir ja wohl, nehmen Sie mir ja nicht übel, oder? Nein, nehme ich Ihnen nicht übel, aber gerade wenn man so große Sprüche schwingt, wie ist Ihr Standard, erwarten Standard, wir uns natürlich kommt? Großes. Okay, welche Sprüche habe ich so geschwungen? Aktueller Standort, Grobstreet, Tankstelle, einfach, behalten wir die Sanität Auge, wie was zum Laufen hat, Sie kommen jetzt und räumen da auf. Ja, kann man so verstanden, es ist auf, nicht nur für mich, für viele andere Kollegen so rübergekommen, dass wir bis jetzt untätig oder zu dämlich oder was auch immer waren, dass Sie jetzt kommen und da aufräumen, Sie erklären den Leuten, wie es hier läuft ab jetzt. Richtig. Wie gesagt, Herr Weiß, ich mache auch kein Geheimnis draus, ich stehe zu meiner Meinung, nur werde das sicher nie vor der kompletten Mannschaft ansprechen, einfach weil das Sachen sind, wo sich die Führungsriege vor der Mannschaft einig sein muss, weil wenn wir uns nicht einig sind vor der Mannschaft, wirft das auf uns alle kein gutes Bild. Okay. Und ich wäre... So ist Ihnen bewusst, warum ich heute zivil rumgelaufen ist, Sir? Am Anfang... Nachher jetzt, warum Sie nachher im Einsatz zivil herumgelaufen sind, welcher Einsatz? Ist mir bewusst gewesen. Am Unicorn unten. Und davor, warum auch? Davor weiß ich es nicht. Und dann warum urteilen Sie dann? Ich habe nicht geurteilt. Sie sind doch Polizist, gesagt, oder? Dass es komisch ist. Nein, Sie haben gerade aufgelistet. Sie haben zuerst wollen, dass ich Sie ausreden lasse. Jetzt sind Sie so nett und lassen mich ausreden, oder? Dankeschön. Wie gesagt. Mein Hauptproblem war das Erscheinen vor der ganzen Truppe mit Sie räumen ab jetzt auf. Ab jetzt wird's rauer zugehen. Alles gut und schön. Nur man soll gerade die Mannschaft nie den Glauben lassen, dass sie dumm ist, keine gute Leistung bringt, was auch immer. Es ist ein Team, was wild zusammengewürfelt ist, was sich erst aufeinander einarbeiten muss, die letzten Wochen gewaltige Erfolge gehabt hat. Und sie haben das meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer Kollegen damit ein bisschen runtergezogen und zerstört die Motivation, was wir mühsam und mühevoll aufgebaut haben, was ich absolut nicht richtig finde. Es ist vielleicht von mir falsch gewesen, mir vorschnell ein Urteil zu bilden, warum sie in zivil herumrennen. Für mich ist nur Fakt, bei uns läuft jeder, außer es ist für den Einsatz, in der Uniform herum. Einfach weil uns die Führungsriege, sprich der Herr May, von Haus aus vorgespielt hat, wir sind alle gleich, egal wer das ist. Dass sie dann in Einsatz den Grund gehabt haben, das ist absolut logisch und absolut nachvollziehbar und klar für jeden von uns. Sagen Sie, wenn Sie fertig sind. Es ist halt die Kombination aus dem Ganzen gewesen, was in meinen Augen nicht passend war. Mhm. Okay, jetzt bin ich fertig. Okay, erste Frage, die ich an Sie habe: Bei welchem Einsatz, von welchem Einsatz reden Sie? Vanilla Unicorn, ja? Ja. Vanilla Unicorn war gar kein Einsatz, sondern einfach, wir haben uns einfach nur angeschaut, was der Phase ist. Ja, wir haben Hallo gesagt, das war eine ganz, ganz banale Sache. Die zweite Sache ist, warum habe ich mich dazu entschlossen, zivil vorher rumzulaufen?
Was denken Sie, welchen Hintergrund hat das? Versuchen Sie jetzt mal... Weil man sie bis jetzt noch nicht gekannt hat. Ist für mich Nein. auch absolut verständlich. Falsch. Sondern anderer Grund. Denken Sie drüber nach. Was könnte der Grund sein, warum ich zivil rumgelaufen bin? Weil sie nicht in die Uniform passt haben. Zum Beispiel? Ja. Gucken Sie mal. Mahlzeit übrigens. Ich hatte einen Termin bei dem Oberstaatsanwalt. Ja? So. Und beim Oberstaatsanwalt das erste Mal vorstellen war so, dass ich hingegangen bin, gesagt habe, förmlich laufe ich so rum. Plus, ich bin eine Person, die hier in diesem Laden etwas bewirken soll, genau wie Sie. Richtig? E66 für die Leistung bekommen. Als erstes bitte ich Sie, Sie sollten drüber nachdenken. Sie kriegen einen neuen Boss vor sich gestellt, ja? Ob Sie ihn mögen oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Wir beide haben noch nichts unternommen, wir haben nichts getan, nichts gemacht. Sie haben mich gesehen, Sie haben geurteilt und das ist Ihre Meinung. Sie gehen zu Kollegen. Sie lassen mich ausreden. Sie gehen zu Ihrem Kollegen und beschweren sich über mich. Ja, bei Herrn Kessel. Okay? Aber wie Sie vielleicht wissen, sitze ich gerade am längeren Hebel als Sie, oder? Deswegen kann ich jetzt eigentlich sagen, weil wir in diesem wunderschönen LSPD genau das, was Sie gerade gemacht haben, nicht möchten. Weil der Einzige, der tatsächlich schlechte Stimmung hier aufbaut, sind Sie. Indem Sie nämlich die Leute untereinander aussticheln. Ja? Deswegen. Aha, okay. Ja, richtig. Okay, deswegen. Machen wir so, ich ich tue mir die Diskutiererei nicht an. Legen Sie mal meine Dokumente hin und erledigt. Warum reagieren Sie jetzt wie ein Kleinkind? Weil. Erzählen Sie das dem Herrn Chief, bitte. Ja. Er weiß, unser Termin ist da, tatsächlich. Ja, eine Sekunde, Herr May, wir haben hier ein kleines Problem. Unsere kleine Dame dort hat anscheinend sehr große Probleme mit meiner Person und möchte gerne kündigen. Weil ich in Zivil rumlaufe, da wir einen Termin beim Oberstaatsanwalt hatten. Plus, weil er der Meinung ist, dass ich meine Arbeit nicht gut mache. Und dafür für viel Unmut hier sorge. Jetzt möchte ich, also er ist gerade beim Herrn... Stopp, einen Moment. Ja, einmal Ruhe. Sie lassen erst den Vorgesetzten ausreden, damit ich... Dann können Sie gerne Ihre Meinung äußern. Ich bin hier reingekommen und er hat sich lauthals bei Herrn Kessel mit dem Herrn Kollege, der neben Ihnen steht, über mich beschwert. Und ich finde, das ist doch gerade ein Klima, was wir hier nicht aufbauen sollten, direkt zu Beginn, oder? So, jetzt bin ich, glaube ich, einmal dran. Punkt 1 habe ich auch den Herrn Kessel von Haus aus gesagt, dass ich mit Ihnen das Gespräch suche. Habe ich von Haus aus gesagt, Herr Wolf, war es so oder nicht? Eben kann ich nur so zustimmen, ja. Mhm. Eben. Das Gespräch aber nicht vor versammelter Mannschaft machen wollte. Punkt 2 stehe ich dazu, dass Ihre Ansprache vorher vor der ganzen Mannschaft demotivierend gewirkt hat. Auf Sie? Nicht nur auf mich, ich bin auch angesprochen worden drauf. Einfach, wir haben in letzter Zeit aus einer wild zusammengewürfelten Truppe gewaltige Erfolge erzielt. Aha. Sie haben gemeint, Sie kommen jetzt, zeigen uns, wie das geht. Sie nehmen die Waffe in der Hand und räumen auf. Und der Erste, mit dem ich aufräume, sind Sie? Ja. Richtig. Das Nächste, was ist, es ist sehr professionell, seinen Kollegen als Mädchen zu bezeichnen. Absolut. Sie rennen hier rum und sagen, Sie wollen nicht mit mir diskutieren, Sie wollen kündigen. Ich habe mich nur dass ganz normal mit Ihnen unterhalten. Dass ich nicht diskutieren möchte, habe ich nicht gesagt. Ich habe es probiert, ja. Erst nachdem Sie gemeint haben, Sie sind mein Vorgesetzter und Sie könnten jetzt hergehen und sofort sagen, das war's für mich. Und das im Beisein von Herrn Wolf, das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Immer schön bei denen bleiben, was man sagt. Ich stehe auch zu denen. Also, um es richtig zu verstehen, weil Sie jetzt ein Problem haben und wir beide gerade eine Meinungsverschiedenheit haben, ist es von Ihnen eine richtige Schlussfolgerung, als Commander zu kündigen? Weil ich auf der Art und Weise, wo man dann herumläuft, gerade als Assistant Chief, wo man eigentlich kühlen Kopf über so manche Situationen behalten sollte und dann herumläuft und natürlich sagt das kleine Mädchen da, und das haben jetzt... Aber Sie wollten da vorher schon kündigen, bevor ich das zu Ihnen gesagt habe. Ja, richtig, Sie haben auch vorher eigentlich... mehr oder weniger sehr deutlich erklärt, dass das der nächste Schritt von Ihnen sein wird jetzt. Sehr, Herr Wolf, wie war's? Also, Herr Richter, Herr Weiß, Herr Wolf, wir haben alle einen sehr, sehr langen Tag hinter uns. Herr Richter, es ist immer schwierig, wenn jetzt jemand hier komplett neu reinkommt, Ihnen sogar überstellt ist und dann eine Art auch führt, die speziell ist, die aber auf gar keinen Fall, und das muss man immer dazu sagen, bisher, also Herr Weiß ist nicht da, wo er ist, weil er sich irgendwie ein Däumchen drehend irgendwo in die Zellen gesetzt hat bei seiner vorherigen Dienststelle, sondern der bringt große Erfahrungen mit, und Herr Weiß führt auch nicht das erste Mal mit
Mitarbeiter. Und jetzt muss man doch nur gucken, Herr Richter, nach so einem Tag wie heute, da sind jetzt die ganzen Ereignisse auf uns eingeprasselt. Wir müssen doch jetzt erstmal gucken, wo finden wir unsere Schnittmengen und wo finden wir vielleicht keine Schnittmengen. Und dann muss man konstruktiv darüber sprechen. Ich finde es auch nicht richtig, das sage ich Ihnen jetzt, Herr Richter, wir haben immer offen miteinander kommuniziert, sich hier ins Büro zu setzen und wenn das denn so war, dann hier, sage ich mal, seinen Unmut abzulassen. Sondern, Herr Richter, da sind Sie bisher auch immer zu mir gekommen. Sie wissen, dass Sie mit mir über Unmut reden können und dann hätten wir da auch eine sachliche Lösung gefunden. Und ich finde, in die Richtung, wo das jetzt gerade hingelaufen ist, nicht zielführend. Und da gebe ich Herrn Weiß recht, als Commander dann mit einer Kündigung um die Ecke zu kommen, da würde ich doch daran appellieren, dass wir alle jetzt mal diesen anstrengenden Tag ausklingen lassen. Herr Weiß hat große Qualitäten, die ihn dahin gebracht haben, wo er jetzt nun mal ist. Und wir können von einer neuen Art, die wir hier bisher vielleicht noch überhaupt nicht geführt haben, sicherlich vieles lernen. Und dann ist der richtige Weg, wenn man dort Bedenken hat, mit mir das Gespräch nochmal zu suchen und ne, nicht anzufangen, ich rede jetzt mit Kollegen mal über Unmut, ja, den ich gerade ausmache. Wie Sie es auch gesagt haben, Sie kennen mich kurz nach vorne kommen, aus der Sicht, dass ich mit meinen Problemen oder wenn mir was nicht passt, komme. Ja? Ich wurde gefragt, was ich von Herrn Weiß halte. Sie wissen, ich halte mit meiner Meinung nicht hinter mir. Sie kennen mich doch gar nicht, ich habe nicht ein Wort mit Ihnen gewechselt. Außer gerade eben, wo Sie neben mir standen. Herr Weiß, Sie haben mich gerade belehrt, wenn einer redet, lasst man ihn bitte auch ausreden. Hä? Sie wissen, Herr May, ich habe nie mit meiner Meinung hinterm Berg gehalten. Ich habe an jeden noch gesagt, was aus meiner Sicht Sache ist. Sie wissen, ich bin immer gekommen. Ich wurde gefragt von Herrn Kessel, was ich dazu sage oder was ich halte. Hab dort klar meine Meinung kundgetan. Und Sie wissen, wenn ich mit Herrn Kessel was will der? Dass ich dann natürlich, sobald ich die Möglichkeit habe, auch mit der Person selber, die es betrifft, spreche. Aber bis jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt. Okay, dann gehen Sie erst so an und lässt Weiß. Ja, Herr Weiß. Wir sind noch immer bei dem Thema, dass einen anderen ausreden lässt, Herr Weiß. Herr Richter, als Führungsposition. Herr Richter, ich werde Sie jetzt aber auch einmal unterbrechen. Der Fall ist doch nur, dass das gleiche Spielchen, und da haben Sie auch von außen mit auf der Ersatzbank gesessen und das Spielchen auch mitverfolgt, war, als Herr McDavid und das FIB geschlossen wurde und hier integriert wurden. Da hat Herr McDavid natürlich, weil er hat ein FIB geleitet, hier eine Position, sage ich mal, aus dem Nichts heraus bekommen, die auch vielen überstellt war. Und da fing genau das Gleiche an, dass erstmal die Gleichgesinnten untereinander gesprochen haben und im Endeffekt konnten wir das Ganze mit vernünftigen Gesprächen in 3-4 Minuten klären und da haben wir alle daran appelliert und da waren Sie selber dabei, dass man immer erstmal zu dem geht, über den es überhaupt geht. Weil genau das ist doch der falsche Weg. Sie stehen zu dritt hier drin, reden und Sie wissen selber, wie sich so eine Lawine ausbreitet. Dann hat vielleicht einer gesehen, oh, der hat im Büro ja geraucht, der andere hat gesagt, Mensch, ich fühlte mich da demotiviert und ein Dritter sagt, ach Mensch, ja Mensch, die Frisur gefällt mir nicht, wobei ich da definitiv gegenstehe. Und ne, dann hat man schon 3 Punkte wieder und man spricht sich da hoch. Und deswegen haben wir das doch bisher auch so gemacht. Gehen Sie zu Herrn Weiß, sagen, oh Mensch, das vorhin, ne? Es ist Ihr Chef, Herr Richter, und muss man das Gespräch, wenn direkt suchen oder gar nicht, weil über den Chef zu dritt, ne? Und Sie wissen, was ich Ihnen bisher sonst alles immer gesagt habe. Ne? Und da sehe ich auch das Problem. Wir müssen alle dann nicht an die Decke gehen, aber das stufe ich komplett auf diesen Tag zurück, den wir heute haben. Und wir sind heute alle lange wach. Wir haben heute alle viel erlebt und viel neue Eindrücke. Und deswegen stufe ich das alles auf den Tag. Für die Zukunft wissen Sie, was ich von Ihnen erwarte. Und ich erwarte auch von Ihnen, dass Sie jetzt hier nicht als Commander rausgehen und sagen, ich kündige jetzt, weil mir ein Tag mal nicht geschmeckt hat, sondern dass wir morgen gemeinsam gucken, wie kriegen wir das Boot hier richtig auf Volldampf? Ja, ich habe nur mit denen ein Problem und das sage ich auch offen und ehrlich, wie es ist. Wenn ein neuer Kollege kommt, egal ob neu oder alt, egal ob überstellt oder nicht überstellt, ja, kommt und meint das mit kleinen Mädchen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, hören Sie jetzt mal zu. Sind, langsam gehen Sie mir aber auf den Zeiger. Sie haben das mit dem Mädchen, nehmen Sie immer als Beispiel. Hier, fragen Sie den Kollegen, der da drüben steht. Sie haben, nachdem ich ganz ruhig mit Ihnen diskutiert habe, jedes Mal gesagt, hören Sie jetzt, schmeiß ich erstmal meine Zigarette weg. Nachdem ich jedes Mal zu Ihnen, ich habe ganz normal mit Ihnen gesprochen, ganz normal, dann sind Sie an den Tisch gegangen hinten, jetzt kündige ich aber. Dann habe ich gesagt, was stellen Sie sich jetzt nicht an wie ein Mädchen? Und das habe ich aber, nachdem Sie kündigen wollten, zu Ihnen gesagt. Sie, was reden Sie denn da? Und deswegen sage ich Ihnen, hören Sie, seien Sie ruhig, deswegen sage ich Ihnen jetzt, wenn der Kuchen redet, sind die Krümel leise. Ich sage Ihnen jetzt, Sie legen jetzt Ihre gottverdammte Marke hin und machen heute Feierabend. Arschloch!
Entschuldigung. Funkcheck. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Check. Mann, was ist denn hier los? Darf ich meine objektive und ruhige Meinung dazu äußern? Okay. 9, Herr Weiß? Ja. Die Leute sind jetzt, werden da. Okay. Mhm. Holen Sie die 2 Minuten, ja? Ich muss mich kurz abregen. Alles klar. Ich komme sofort. Ich brauche kurz eine Zigarette. Er hat jetzt zu Ihnen jetzt gesagt, der Name würde nicht stimmen. Schon haben wir die ersten Stories, Leute. Was geht, Jungs? Hat einer von euch eine Kippe? Nee. Ja, warte, ich habe tatsächlich eine Kippe dabei. Nee. Komm mal kurz mit auf Seite. Mann. Wie kann man euch helfen? Naja, alles cool. Ich hab mal keinen Bock, mich da auch noch da reinzustellen. So, hier bitte. Gute Wahl. Dankeschön. Gott, der trägt so die gleichen Klamotten wie ich. Also, Entschuldigung, Jungs. Komm schon, Richter. Ich lass mich sicher von den Idioten nicht Arschloch rufen, ja? Ich höre Sie immer noch. Ja, Sie nennen Ihren Vorgesetzten Idioten. Ich rede auch extra. Hauen Sie ab. Mhm. Ja, und wie soll ich jetzt abhauen? Sie sollen gehen. Geht grad nicht. Ja, geht grad nicht. Kopfweh. Hä? Ist das Ihr Ernst? Ja, ich kann echt nicht. Dann bleiben Sie hier! Dann bleib ich halt hier. So, jetzt trutze ich. Jetzt setze ich mich wie ein Mädchen am Boden und heul einmal! Achtung. Bitte alle einen Schritt zurück gehen einmal. Bitte. Diese RP ist RP, Leute. Aber jetzt aber! Hauen Sie ab! Nein! Ja? Und dementsprechend kann ich auch, ich kann beide Seiten tatsächlich in dem Falle verstehen. Herr Richters Aktion zu kündigen, sehe ich genauso negativ wie Sie. Und auch Sie, Herr Weiß, da kann ich offen drüber reden, das sehe ich genauso negativ wie Sie. Aber ich kann auch Herrn Richter verstehen in dem Falle. Ja, okay, hören Sie, gucken Sie. Wenn Sie haben recht, ja, aber ich sage Ihnen was. Wenn der Richter jetzt zu mir kommen würde und würde sagen, Herr Weiß, das finde ich nicht cool, dann nehme ich mir Feedback zur Herzen. Ich will Feedback zu Herzen, ja? Moment. Oh, das schmeckt aber gut. So, aber wenn jetzt, ich komme hier in das Büro rein, hier stehen 3 Kollegen und ich bin das Thema, da würden Sie auch auf 180 gehen. Warum kommt ihr nicht erst zu mir? So, wissen Sie, was man mit solchen Leuten gemacht hat, wo ich herkomme? Ja, im PD? Die Kollegen haben den an der Karre hinten gebunden und haben den nackt durch die Stadt geschliffen. Ja, weil das ist Verrat. Ich meine, wenn man ein Problem mit, ich kenne das nur da, wo ich herkomme, wenn man ein Problem hat, dann geht man zu der Person und redet mit der Person selber. Ja, und es ist nicht so, hören Sie, wir sind hier bei der Polizei, wir sind hier nicht beim Kaffeeklatsch. Wer hier in dem Büro Zeit hat zu stehen und zu lästern, der hat einfach seinen Beruf verfehlt, weil du gehörst auf die gottverdammte Straße oder machst deinen scheiß Job. Ja? Weißt, da wo ich herkomme, sieht man das Thema sehr, sehr ähnlich. Da hätten wir sie nicht hinten an der Karre gebunden und durch die Stadt geschliffen. Das war eine Metapher. Wir haben auch unsere Methoden gehabt, solche Kollegen dann zu maßregeln. Bei uns herrschte auch ein ähnlich raues Klima. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Nur wenn Sie in ein PD kommen, und da bin ich jetzt offen und ehrlich zu Ihnen, und das sage ich Ihnen auch persönlich, das habe ich auch nur gehört. Ich kenne Sie nicht persönlich, ich weiß nicht, wie Sie Ihren Dienst machen. Ja. Deswegen sage ich das auch ganz wertfrei. Das, was ich gehört habe, ist für ein PD, was diese Strenge noch nicht kennt, anfangs schwer zu ertragen. Was haben Sie denn gehört? Ich habe gehört, dass Sie quasi in dieser Rede schon sehr scharf, das war jetzt vom Herrn Richter, sehr scharf über die aktuelle Lage bzw. über Ihr Verhalten dann geredet haben, dass jetzt andere Töne herrschen. Soll ich Ihnen was sagen, was ich gesagt habe? Ich habe die Dame, die PD08, richtig, die stand vorhin draußen und dann hat die mir erzählt, vor der versammelten Mannschaft, auch Herr Mayer hat mir das erzählt, dass wir in der Schießerei letztens Erfolge erzielt haben, indem keiner unserer Kollegen verletzt wurde. Ja? Wissen Sie, was ich dann gesagt habe? Wir haben gewonnen, das haben Sie alle gut gemacht. Das habe ich gesagt. Ich habe nicht einmal gesagt, hier herrschen jetzt andere Töne. Das habe ich mit keiner Silbe gesagt. Herr Mayer war die ganze Zeit neben mir. Ich habe das nicht einmal gesagt. Nicht einmal. Und ey,
ich sag Ihnen was, gucken Sie. Klar, jeder kann das bevorzugen, wie er will, wie er rumläuft. Aber ich finde, ich trage doch auch eine Position, wo ich mich mal mit einem Staatsanwalt treffen muss, nicht so ungut einmal, wo ich mich mit einem Staatsanwalt treffen muss, wo ich mich mit dem treffen muss in meinem Job. Deswegen sehe ich halt aus, so wie ich aussehe, mit einem Hemd und mit... Ich kann auch eine Uniform tragen, wenn ich auf Streife fahre. Aber heute, ich muss doch nicht mit irgendeinem Angestellten darüber diskutieren, wie ich rumlaufe. Verstehen Sie? Das ist doch kein Thema. Ja? Und ich habe das niemals gesagt. Und Sie sollten überlegen, wen Sie glauben. Moin. Herr Weiß, Backchen. Ich glaube nur dem, was ich selber aber sehe, Sie sind Polizist. Und was ich selber erfahren habe. Aber Sie haben was erfahren von einer Quelle. Haben Sie mehrere Leute gefragt? Negativ, deswegen habe ich auch wertfrei über Sie geurteilt. Ganz, ganz wertfrei nach dem, was ich gehört habe. Sie sind für mich nicht schlecht, Sie sind für mich nicht gut momentan. Ich kenne Sie einfach noch ich nicht. Ich sag Ihnen, was passieren Herr will. Herr Weiß, ich habe mich mit Herrn Wolf gerade, als die Situation ja eskaliert, gerade noch, Herr Wolf hat das gerade wirklich völlig objektiv erzählt. Ich weiß es doch, ne, aber ich sag Ihnen, was passieren wird. Zu der Sache, die jetzt hier gerade war. Und Herr Wolf, da möchte ich Sie aber trotzdem korrigieren. Sie wissen nicht, ob er gut ist oder schlecht ist. Das habe ich neulich schon gesagt, als irgendwelche Kollegen einem Gangster glauben wollten, dass irgendein Kollege dicke mit denen ist. Ne? Wir müssen immer erstmal an das glauben, was wir unter Kollegen uns sagen. Und wenn ich Ihnen als Chef sage, dass ich hier Leute, fähige Leute reinhole, dann haben Sie auch erstmal die Grundhaltung zu haben, auch wenn Sie es noch nicht selber aus Erfahrungen begutachten können, dass ich schon richtige Entscheidungen in dieser Hinsicht treffe. So, und was ich Ihnen auch sagen wollte ist, ich sage Ihnen, Folgendes wird passieren, okay? Sie werden mich abgrundtief hassen. Das wird passieren, alle hier. Aber Sie werden letztendlich sagen... Warte mal, irgendwas hat der Typ richtig gemacht. Ich gehe davon aus, dass hier sehr viele Kollegen kündigen werden. Ja, die werden sagen, oh nee, der weiß. Aber die werden alle zurückkommen. Das ist immer so. Ja, weil keine Perspektive und blaues Blut ist blaues Blut. Sie werden sehen. So, und das Ding ist, Mann, wir sind eine Polizei. Ja, wir sind, das ist ein Police Department. Und wenn dann hier Leute in der Ecke stehen und tratschen. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, wenn der Herr Richter nicht Commander wäre, ich hätte ihn gekündigt jetzt. Weil sowas geht nicht. Man kann nicht, wenn ein Vorgesetzter reinkommt, über den urteilen, obwohl man nicht drei Sätze mit dem Mann gewechselt hat. Ja? So, und deswegen sage ich Ihnen nochmal, ich bitte Sie, alle, wenn Sie ein Problem haben, kommen Sie zu mir, sagen Sie, Herr Weiß, das war nicht cool. Und ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, weil ich kann auch an dieser Aufgabe wachsen. Aber es geht nicht, dass Sie in der Ecke stehen und reden über andere Kollegen. Wenn ich hier mitkriege, dass irgendeiner über einen Kollegen lästert, fliegt er hier raus. Weil dafür haben wir keine Zeit. Ey, hier war eine Megaschießerei. Hier sind Leute, die fahren wie Bekloppte durch die Stadt. Hier sind Leute, die ticken Drogen. Und sie stehen hier und lästern. Das ist doch... Ja, das ist... Dafür haben wir keine Zeit. Verstehen Sie, was ich meine? So. Können Sie sehr gut verstehen, ja. Ja, und ich schätze Sie, ich kenne Sie gar nicht, aber ich schätze Sie als sehr kompetenten und neutralen Menschen ein. Und ich bitte Sie, alle hier, wenn Sie ein Problem haben, kommen Sie zu mir. Aber... Wenn ich merke, dass irgendeiner lästert, ich schwöre Ihnen bei Gott, ich drücke Ihnen die Kündigungspapiere so dermaßen in den Arsch, dass der Stift oben wieder rauskommt. Ich hoffe, das haben Sie verstanden. Ich fahre mal ein bisschen runter. Boah. Ich bin unten. Jetzt haben wir uns ausgekotzt. Jetzt fahren wir mal ganz kurz runter. Alles klar. Ist, glaube ich, angekommen, ja? Gut. Ich habe es wohl verstanden, ja. Alles klar, aber auch wirklich verstanden, Herr Wolf. Ne? Also Sie haben recht mit beiden Seiten, ne? Und ich sehe das auch wie Sie in der einen Sicht und wie Herr Weiß in der anderen Sicht. Und wenn wir das da hier RP, jetzt rausgehen und sagen, wir nehmen alles RP. Nicht, alles nicht RP. Die Wut, das Engagement und den Ton mit, sondern den Kern, dann haben wir hier sogar aus dem Gespräch was rausgezogen. So, und gut. Jetzt warten aber unsere Zeugen da unten und werden schon die Schlangen schon wurzeln, oder nicht? Und das ist gut, der Punkt. Ja, jetzt haben wir so viel Scheiß mit der Scheiße hier verbracht. 69 Funk Check. So, verstanden? Check. 91 vom Check. Komm, ich brauch dich. Check. Idioten! Natürlich, mein... Mach die scheiß Tür auf! Der Commander hat gerade über mich gelästert. Mach die scheiß Tür auf. Wie geht die auf? Hier, Schlüssel. Weißt du, bist du ein Tag hier, ne? Kater, ja. Kriegst du direkt Puls. Wieso denn? Ja, er weiß, läuft in Zivil rum. Das geht nicht! Was? Du bist doch Assistant jetzt. Ja, oder den nicht? Knall, den, ich hab gesagt, der soll sich verpissen. Arschloch, hab ich gesagt. Commander, wird bald eine Stelle frei. Mann, ey. Der wollte kündigen. Wer? Ja, der Commander. Wie heißt der? Wie heißt der? Das ist mit so einem österreichischen Akzent. Keine Ahnung, hab ich schon wieder einen Kent. Nee, kennt so. Nicht. Wie heißt der? Kent war, kam korrekt rüber, oder? Der Kent ja. War, schon. Ich hab grad gesagt, hör ich einmal, dass irgendeiner von den Lackaffen
nochmal in meiner Gegenwart oder in der Gegenwart eines anderen Polizisten über Polizisten lässt, feuere ich die. Alter, ja. 69 wir müssen kommen. Jetzt eine halbe Stunde hier unten oben mit der Scheiße rumschlagen und der Lelek sitzt da unten drin und wird nicht... Oh. Ein kurzes Anliegen. Kommen. Falsch. Atmen. Wo ist der? Komm. Wo gehen wir hin? So verstanden, Ende. Cutter. Du musst du hin? Hör zu, Cutter. Ja. Du musst ein Auge auf die Leute hier haben. Hast du gehört? Du musst für mich ein Auge auf die Leute haben. Wer Scheiße baut, du musst mir das sagen. Scheiße, hast du was zu essen dabei? Wie viel Geld hast du? Natürlich. Wie gefällt es dir eigentlich hier jetzt? Ja, ich sag mal so, die haben echt viel Scheiße am Dampfen. Also das, die Stadt ist ja völlig korrumpiert, Mann. Warum? Was, wie? Eigentlich, es gibt irgendwie... eine Gang, die hat halt irgendwie, hatte wohl viel zu sagen, ob das jetzt immer noch der Fall ist, müssen wir halt herausfinden. Und dann noch so eine Truppe, die auch überall ihre Finger im Spiel hat. Okay, hast du jetzt was da die ganzen, irgendwie hat, ja, fast jedes Geschäft hat irgendwas am Stecken. Ja, also haben wir viel Arbeit vor uns. Ja. Ja, passt für dich. Okay. Ja. Warte, ich habe aber noch was hier. Oh, boah, die ist aber groß. Ja, da hab ich aber lange gewartet vorne. Dann dreh dich mal um und duck dich. Ein Schwein. Oh Mann. Wo ist Hernandez? Wieder in Mexiko? Meinst du, der zieht das hier durch? Ich weiß es nicht. Hm. Okay, wo sind denn jetzt die Zeugen? Die 99 für die 88 kommen. 99 hört kommen. Soll der Standort kommen? LSPD, Verhör kommen. 6 so verstanden. 88 Ende. Kommen Sie bitte mal in 20 Minuten zum LSPD. Bin schon auf dem Weg. Wo ist denn dieser Verhörraum? Ich werd bekloppt. Also, wo müssen wir uns jetzt treffen? Verhörraum! Wo ist der denn? Ach, hier, glaube ich, genau hier.